Dem wenig erfolgreichen Erstversuch X-Type auf Ford Mondeo-Basis wagt Jaguar mit dem komplett in Eigenregie entwickelten XE einen Neustart in der Mittelklasse. Die Stufenhecklimousine schielt nach der deutschen Premium-Konkurrenz. Im ADAC-Autotest werden wir sehen, ob der XE hier mitmischen kann. Jaguar will vor allem sportliche, agile Kundenschichten ansprechen. Menschen, die normalerweise die Dreier-Serie von BMW kaufen würden. Der Jaguar XE geizt also nicht mit dynamischen Reizen. Vor allem die langgezogene Motorhaube will sagen, hier steckt Leistung darunter. Unser Testwagen wird von einem 2-Liter Vierzylinder-Diesel mit 163 PS angetrieben. Der Motor geht prinzipiell flott zu Werke, die ewig lange Getriebeübersetzung macht die Anfahrschwäche aber noch ausgeprägter. Und die Vibrationen sollte Jaguar auch noch weiter eindämmen, sie werden vom teils rustikalen Klang untermalt. Die direkte Lenkung und das straffe Fahrwerk werden den sportlichen Ambitionen des XE durchaus gerecht. Sein Heckantrieb macht den Jaguar ausgesprochen agil. Über Antriebseinflüsse am Steuer muss man sich also keine Gedanken machen. Die harte Kupplung, die dürfte allerdings nicht jedermanns Geschmack treffen. Im ADAC-Ausweichtest zeigt der Wagen trotz aktivem Stabilitätsprogramm eine ausgeprägte Tendenz zum Übersteuern. Beim Ausweichen lenkt der Jaguar spontan ein, drängt jedoch frühzeitig mit dem Heck nach außen und wird sehr spät vom ESP angefangen. Beim Bremsen dagegen zeigt sich der XE mit unter 38 Metern auf der sicheren Seite. Ob der Innenraum den Puls des Fahrers schneller schlagen lässt, wie es der pulsierende Startknopf symbolisiert, bleibt Geschmackssache. Die Materialqualität bietet noch Raum für Verbesserungen. Die Mittelkonsole wird vom Touchscreen dominiert, Funktionen wie Apple CarPlay sucht man aber leider vergebens. Das Platzangebot auf den Vordersitzen ist gut, im Fond genügt die Kopffreiheit nur für 1,80 Meter große Insassen. Der auf Sparsamkeit getrimmte Jaguar XE e-Performance erzielt eine CO2-Bilanz von 152 Gramm pro Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch beträgt 4,7 Liter auf 100 Kilometer. Die Abgase könnten noch sauberer sein und so reicht es trotz niedrigem Verbrauch für nur 4 von 5 Sternen im ADAC Ecotest. Der neue Jaguar XE ist eine interessante Alternative zur etablierten Premium-Konkurrenz, vor allem der aus Deutschland. Auch wenn der rustikale Dieselmotor nicht so ganz zu Jaguar passen mag, er ist immerhin angemessen sparsam. Der Grundpreis unseres Testmodells liegt bei 36.500 Euro. Was man in Euro und Cent allerdings nicht bemessen kann, das ist die ganz besondere Aura, die einen Jaguar noch immer umgibt.